Okay, Marshall. Fahr direkt zur Felswand. Chase und ich fahren hoch zur Bürgermeisterin. Alles klar, Ryder. Der Adler hört sich nicht fröhlich an. Gut, dass Skye nicht hier ist. Wenn sie den Adler hören würde, wäre sie auch nicht fröhlich. Chase, Ryder, beeilt euch! Die arme Henriette hat solche Angst. Sie müssen sich nicht sorgen. Wir sind ja jetzt hier. Chase, lass die Seilwinde runter. Wir haken den Rucksack fest, damit er nicht runterfällt. Ja, geht los, Ryder. Wuff, wuff! Seilwinde. Dann nehmen wir mal das Huhn an den Haken. Gut gezielt, Ryder. Hey, Emily. Oh, oh. Marshall, kletter rauf zu Henrietta und häng bitte den Rucksack an das Seil. Mach ich, Ryder. Ruh, ruh. Leiter hoch. Und Marshall hoch. Hallo Henrietta, wir bringen dich gleich in Sicherheit. Rucksack ist eingehakt, Chase. Wuff, Seilwinde, hoch. Henrietta! Ich hab sie. Das Huhn ist gelandet. Henrietta, das kitzelt. Oh ja! Ja, hurra! Marshall, du bist ein Held. Sehr gut, Marshall. Komm drauf. Und wir brauchen... Chase, du treibst mit Megafon und Hütchen die Schweine nach Hause. Und vielleicht brauchen wir dein Netz. Das ist ein Fall für... Tut mir leid. Warte mal, Chase. Das ist bestimmt meine Allergie. Das wissen wir gleich. Thermometer. Sag mal, Chase, du hast eine Erkältung. Tut mir leid, aber du gehörst heute ins Bett. Es hilft nichts, wir müssen die Aufgabe ohne dich schaffen. Zuma? Halte deinen Rettungsring bereit. Wenn die Schweine von Bauer Alfred tatsächlich in den Fluss fallen, musst du sie an Land ziehen. Ab ins Wasser. Ochi! Sag mal, Zuma hat auch eine Erkältung. Dann gehöre ich wohl auch ins Bett. Marshall, du wirst dich um unsere kranken Freunde kümmern. Vielleicht kann Kathi dir dabei helfen. Schlürft schön eure Hühnerbrühe aus. Dann geht es euch gleich besser. Danke, Kathi. Ryder? Hallo Marshall, du musst Rocky helfen. Es geht ihm gar nicht gut. Rocky ist auch krank. Ich bin gleich da. Hallo Marshall, ich glaube, ich bin... krank? Dann brauchst du viel Ruhe. Ab nach Hause. Ja. Und wer repariert jetzt den Zaun? Ich. Siehst du? Hey! Was? Wie kommt das denn dahin? Gut gemacht, Alex. Jetzt sind die Bretter fest. Hoffentlich bekommen wir das ab. Und wir beide fahren nach Hause. Kathi hat leckere Hühnerbrühe gekocht. Danke, Marshall. Hallo, Ryder. Wir sind... Oh, oh. Du nicht auch noch, Marshall. Ich auch. Tja, man muss aufpassen, dass man die andere nicht ansteckt. So. Jetzt ruhen wir uns erstmal aus. Wie weit bist du? Ich habe ein richtig gutes Versteck gefunden. Nachtsichtbrille. Keiner zu sehen. Sehr gut, Geheimspion Chase. Ich sehe mal, was die anderen machen. Alles klar, Ryder, verstanden. Wuff! Saugnapfpfoten.
Spider wird von jemandem verfolgt. Das ist ein Fall für Chase. Wuff, wuff. Seilrutsche. Da ist das Gespenst. Was? Ein Gespenst? Ein Gespenst? Wirklich? Aber Fell, Freunde, ich bin's doch nur. Ryder. Oh nein, der Geist hat Ryder erwischt. Nein, Rubble, das Gespenst hat mich nicht erwischt. Das war nur die Falle. Entschuldige, Ryder, aber irgendjemand hat dich verfolgt. Das war ich. Ist schon gut. Ihr wolltet mir nur helfen. Dann suchen wir jetzt eben weiter. Ja. Hört ihr das? Das ist das Bell-Bell-Boogie-Monster. Ich geh und seh lieber mal nach. Es war doch ein Gespenst. Das ist wirklich merkwürdig. Ich brauche alle Helfer auf vier Pfoten. Sky, Zuma, Marshall, wir treffen uns draußen im Garten. Tut mir leid, dass ich euch schon wieder wecken musste. Aber ich brauche euch. Wartet, wo ist Marshall? Das Gespenst hat ihn. Der schläft wahrscheinlich noch. Schauen wir mal in seine Hütte. Ryder, sieh mal! Das Gespenst? Das ist kein Gespenst. Das ist Marshall. Hallo! Marshall, aufwachen! Wo will er hin? Wisst ihr was? Es sieht so aus, als ob Marshall schlafwandelt. Und jetzt fährt er im Schlaf Skateboard. Das ist nicht gut. Chase, los geht's. Wenn er wach ist, kann er nicht so gut fahren. Marshall, ich bin's. Ryder, wach auf. Chase, deine Seilrutsche. Gute Idee. Wuff, Seilrutsche. Ich hab ihn. Doch nicht. Zuma, schnell, wir brauchen dich am Hafen. Hab ich mir gedacht, bin schon da. Wow, was für ein cooler Sprung. Stellt euch vor, ich habe geträumt, dass ich auf einem Wal surfe. Hilfe! Oh, oh. Halt dich gut fest! Rettungsring! Keine Sorge, Marshall. Du bist jetzt in Sicherheit. Und wach bist du auch. Alles klar. Danke, Zuma. Passiert. Ryder? Chase? Was gibt es? Wir wissen jetzt, wer das Bell-Bell-Boogie-Monster ist. Wer denn? Du. Ja, du bist geschlafwandelt. Geschlafwandelt? Kein Wunder, dass mir morgens die Pfoten immer so wehtun. Jetzt weißt du es, Marshall. Und natürlich gilt wie immer unser Motto, Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf. Oder schnarchen. Reicht, nicht wahr? Marshall, die Pinguine fühlen sich bestimmt nicht wohl, wenn sie bei der Hitze rumlaufen. Ich möchte, dass du ihre Temperatur misst und sie abkühlst. Ich bin bereit, Ryder. Wuff, wuff, Rettungshund. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Hallo, Paw Patrol. Hey, Alex, wohin sind die Pinguine gelaufen? Sie sind da lang gelaufen und da lang und da lang. Und dann hat Opa so gemacht. Ja, seid vorsichtig. Hier liegen überall Eiswürfel und leere Fischkisten. Wir könnten das Eis gut gebrauchen, um die Pinguine abzukühlen. Wir packen das Eis hinten in ihren Transporter. Gute Idee, Ryder.
Chase, wir brauchen deine Flugkamera bei der Suche. Das ist ein Fall für Chase. Okay, Pinguin, mal sehen, wie es dir geht. Thermometer. Schnabel weit auf. Etwas höher als normal. Bitte sehr, kleiner Pinguin. Das wird dir helfen. Das wird den Pinguin schön runterkühlen. Das ist die Flugkamera, was sie wohl gefunden hat. Das ist der erste Pinguin, der auf einer Kuh reitet. Dann fangen wir mal die anderen Pinguine. Mal sehen, ob du den kriegst. So ungefähr. Ich hab ihn. Ich krieg ihn. Ich krieg ihn. Tust du nicht. Ich krieg ihn. Tut mir leid. Oh, der kleine Wal will auch spielen. Tut mir leid. Vielleicht später. So, den krieg ich aber. Ups.